Heute beim elektrischen Reporter Filmemacher, Magersucht und intelligente Wohnungen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Netz hat eine ziemlich lange Liste von Berufen erschaffen, die Kinder ihren Eltern erklären müssen. Einer davon ist YouTube-Profi. Und um eben solche geht es in unserem ersten Beitrag. Simon Desue ist 21 Jahre alt und er hat einen eher ungewöhnlichen Beruf. Simon ist Komiker. Ich hasse es, wenn Leute mir diese Frage stellen. Feiern? 600.000 Menschen haben Simon Desues YouTube-Kanal abonniert. Damit gehört er zu den erfolgreichsten der deutschsprachigen Webvideoszene. Dabei hatte er ursprünglich ganz andere Pläne. Ich wollte so ein Mädchen beeindrucken. Und das war so das Ding, weshalb ich das gemacht habe. Ich dachte so, wenn ich dann vielleicht ein bisschen Klicks bekomme, denkt sie, ich bin cool und dadurch komme ich vielleicht in Kontakt mit ihr. Aber hat sogar geklappt, so ein halbes Jahr später und dann habe ich sie kennengelernt und dann, ja. Das Geschäftsmodell ist simpel. YouTube platziert Werbung um die Videos von Simon Desue und gibt ihnen einen guten Teil der Einnahmen ab. So ist aus dem Versuch, ein Mädchen zu beeindrucken, für Simon Desue inzwischen ein Fulltime-Job geworden. Und er musste schnell erkennen, mit Videos allein kommt man auf YouTube nicht weit. Sondern musst dir durchlesen, was die Leute schreiben, wie sie darauf reagieren und dann gucken, was zum Beispiel hat ihnen nicht gefallen, was hat ihnen gefallen. Wenn ihnen was gefallen hat, wie kannst du es weitermachen? Wenn ihnen was nicht gefallen hat, wie kannst du es ändern? YouTube ist nur auf den ersten Blick eine Publikationsplattform für Filme. In Wahrheit ist YouTube ein soziales Netzwerk und die Videos sind Teile einer endlosen Konversation. Dieser Umstand wurzelt tief in der YouTube-DNS. Schon das allererste Video, das Gründer George Karim anno 2005 auf YouTube hochlud, richtete sich im Plauderton an seine Zuschauer. Diese Kommunikation auf Augenhöhe sei ein Merkmal der erfolgreichen YouTuber, glaubt man bei YouTube. Anders als vielleicht ein klassischer Star, wie ein Musiker, sind sie sehr nahbar, sehr persönlich, erzählen auch sehr, sehr viel über sich und sind sehr, sehr authentisch. Und da ist die Identifikation natürlich eine ganz andere. Auf den vorderen Plätzen der YouTube-Charts findet sich viel Albernes und Klamaukiges. Aber jenseits der aufgekratzten jungen Männer ist auch ein leiseres Genre herangewachsen. Anleitungen, Tutorials, How-To-Videos. Was ich zum Beispiel super finde, ist, dass ganz, ganz viele Yoga-Kanäle mittlerweile sind und dass ich eine ganze Yogastunde auf YouTube finde und es dann daheim nachmachen kann, was ich sehr, sehr praktisch finde. Schminktipps, Möbelbauanleitungen, Bauchmuskeltraining. YouTube ist mittlerweile eine unerschöpfliche Fundgrube für Alltagshilfen und Weiterbildung geworden. Dieser Umstand habe bereits das komplette Surfverhalten junger Menschen verändert, sagt der Webvideo-Experte Bertram Google. Die gehen nicht mehr zuerst auf Google, sondern gehen zuerst auf YouTube und suchen dort, weil sie da müssen sie sich nicht mehr durchlesen, sondern sie können es sich anschauen, wenn sie eine Frage haben. Und das ist eine ganz andere Art der Wissensvermittlung. Die Fans erwarten viel von ihren YouTubern. Regelmäßige Videoveröffentlichung, ständige Ansprechbarkeit und permanente Kommunikation. Damit dafür genügend Zeit bleibt, versuchen sich neuerdings YouTube-Netzwerke, ähnlich wie Plattenfirmen oder Buchverlage, zwischen Videomacher und Videoplattform zu positionieren. Der erste Bereich ist, mehr Zuschauer zu erreichen und die Reichweite der Kanäle zu erhöhen. Der zweite Bereich ist, mit den Videos ganz einfach Geld zu verdienen. Und der dritte Bereich ist letztendlich, alle anderen Aufgaben zu übernehmen, die diesem YouTuber vielleicht im Weg stehen, um sich noch mehr auf seine kreative Arbeit konzentrieren zu können. Doch je mehr Parteien am YouTube-Kuchen mitessen wollen, umso weniger bleibt für jeden Einzelnen. Obendrein versuchen sich derzeit immer mehr Neulinge als YouTube-Profis, weswegen sich eine Flut von Inhalten über die Plattform ergießt und viele YouTuber über sinkende Einnahmen klagen. Und wenn ich eben nicht genügend Abrufe mache, dann verdiene ich zwar Geld auf der Plattform, aber es reicht lange nicht, um meine Produktionskosten zu bezahlen, geschweige denn mich zu ernähren. Das wird sich vielleicht ändern, wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gehen und mehr Werbekunden auf die Plattform aufspringen. Aber im Moment ist es einfach nur so, dass die Preise nach unten gehen. Fachleute schätzen, dass in Deutschland vielleicht 1000 Menschen von ihren YouTube-Produktionen leben können.
und die Konkurrenz wird immer größer. Dass Simon Desius' Beruf zu einem Massenphänomen wird, ist eher unwahrscheinlich. Nicht nur exotische Methoden des Geldverdienens werden immer selbstverständlicher, auch mit manchen Krankheiten ist es so. Um Magersucht und Mainstream, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Theresa Bücker, ich bin Autorin, Politikberaterin und Bloggerin. Ich schreibe einen Blog, das heißt Flanelle Apparel. Ich saß nachmittags in einem Café in Nîmes und habe einen Kaffee getrunken. Das waren zwei junge Mädchen, die neben mir am Tisch saßen und sie ist einfach urplötzlich vom Stuhl gefallen. Und man konnte an ihrem Körper sehr deutlich sehen, dass sie hungert. Was die Probleme bei der Heilung und bei der Hilfe ganz gut verdeutlichen, ist, dass dann jemand kam, ihr einen Schokoriegel reichen wollte und sie ganz heftig noch abwehrte. Ihre Freundin war dabei und hat geholfen, sie wieder aufzurichten. Ich glaube, was die Situation mit ausgemacht hat, warum ich auch diesen Tweet geschrieben habe, weil das ist so maximale Hilflosigkeit. Wir sind aber im Umgang damit überhaupt nicht sensibilisiert, weil natürlich irgendwo da im Hinterkopf wissen auch die meisten, dass es diese Krankheiten gibt und wie gefährlich sie sind. Auf der anderen Seite wird natürlich diese Norm gesetzt, das heißt die Schönheitsnorm, dass jemand möglichst schlank sein muss, um als schön zu gelten. Diese typischen Sprüche, wo insbesondere Frauen gesagt wird, du siehst aber gut aus, hast du abgenommen. Das heißt, dass der Gewichtsverlust eigentlich immer als etwas Gutes anerkannt wird. Und die aktuellen Zahlen, die ich kenne, besagen, dass 50% der 7- bis 10-jährigen Mädchen heute schon eine Diät gemacht haben. Dass über 90% der Teenager-Mädchen abnehmen wollen. Und dass, wenn man Frauen befragt, etwa 70% der Frauen den idealen Körper beschreiben als einen Körper, der unter dem Normalgewicht ist. Ich würde fast so weit gehen und sagen, Magersucht oder Körperhass ist die Kriegserfahrung der Generation der jungen Frauen heute. Und es zerstört, glaube ich, Lebensläufe auch ganz stark. Was Essstörungen machen, ist, sie nehmen so viel geistiges Kapital weg und bringen Frauen dazu zu denken, dass ihr Körper ihr Kapital ist und dass da die eigentliche Arbeit passiert und da der Ehrgeiz reingesteckt werden muss. Also ich würde mir natürlich eine Medienrevolution wünschen, wo Medien verstehen, wie viele verschiedene Körpertypen es gibt und wie vielfältig Menschen sind. Würde uns wahrscheinlich allen sehr gut tun, zu schauen, wie achtsam gehe ich eigentlich mit mir um, wie rede ich über meinen Körper und wie passiert das im Kontext meiner Freundinnen und Freunde. Kommen wir nun völlig ohne Überleitung vom Kranksein zum vernetzt Wohnen. Seit gefühlten Jahrzehnten versuchen Visionäre und Industrielle, uns das vernetzte Heim als quasi bereits gegenwärtige Zukunft zu verkaufen. Wie es in der Jetztzeit darum steht, das zeigt unser nächster Beitrag. Klaus-Peter Bergmeier ist Eigenheimbesitzer. Und er ist Heimwerker mit besonderen Ambitionen. Schritt für Schritt baut der IT-Spezialist sein Haus aus zu einem Smart Home. Mit diesem Schlagwort vom intelligenten Haus wirbt inzwischen eine ganze Branche für die zukünftige Vernetzung von Heizungstechnik, Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik. Komfortbedürfnisse waren für Klaus-Peter Bergmeier denn auch der Einstieg in sein eigenes Smart-Home-Projekt. Ich wollte einfach meine Rollläden automatisieren. Ich hatte da einen stumpfen Schalter und fand es doof. Bewegung tut uns zwar allen gut, aber ich finde, das muss man nicht immer hinlaufen. Und so fing ich dann an, mir den ersten Mikrocontroller zu beschaffen, fing dann an mit der Mikrocontroller-Programmierung. Damit ist das Ganze dann losgegangen. Inzwischen steuert Klaus-Peter Bergmeier nicht nur seine Rollläden über das Netz. Eine Software stellt das Wasser ab, wenn niemand im Haus ist. Zum Schlafengehen fahren Licht, das Fernsehen und die Musikanlage runter. Das System reguliert außerdem die Heizung nach Wochentagen und nach Witterung. Und eine kleine Wetterstation im Garten entscheidet, ob die Markise aus- oder eingefahren wird. Die Fernidee ist eigentlich ein intelligentes Haus, das sehr viel von der täglichen Routine, die wir machen, ob wir das Licht einschalten, ob wir die Heizung aufdrehen, ob das Wasser ein- und ausgeschaltet wird, dass das Haus das für uns so ein bisschen denkt, in Anführungszeichen. Die einzelnen Komponenten für das vernetzte Eigenheim existieren bereits
und sind sogar zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Doch das Zusammenspiel der einzelnen Teile ist schwierig zu organisieren. So nutzt Klaus-Peter Bergmeier eine eigenständige Steuersoftware in seinem Haus, die alles unter einer einzigen Benutzeroberfläche zusammenfasst. Es ist eine Open-Source-Lösung, an der eine ganze Gemeinschaft von freiwilligen Entwicklern arbeitet. Das ist eine sehr schöne Lösung, die auch von vielen, vielen Programmierern weiterentwickelt wird. Ich bin da und hau immer die aktuellsten Patches drauf, einmal in der Woche. Dank des Internet steht zwar ein universeller Standard zur Steuerung von Licht-, Heiz- und Sicherheitstechnik parat. Aber noch fehlen Lösungen, die gleichzeitig leicht zu bedienen und intelligent sind, kritisiert Martin Becker vom Institut für Gebäudeautomation an der Hochschule Biberach. Warum kann ein System zukünftig nicht vorschlagen, wenn es merkt, mein Energieverbrauch oder meine Energiekosten sind vielleicht jetzt im Verhältnis zu ähnlichen Nutzungen zu hoch, dass es mir gleich schon automatisch Vorschläge macht. Da gibt es die und jene günstige Anbieter und ich kann das als Unterstützungssystem nehmen, sozusagen meinen Energieeffizienz-Butler, der mir hilft, meinen Alltag besser zu gestalten. Christian Deilmann, Gründer des Münchner Start-up-Unternehmens Tado, hat eine Geolocation-App zur Heizungssteuerung mittels Smartphone entwickelt, die solch einen Energieeffizienz-Butler darstellen könnte. Die Tado-App weiß aufgrund des Handystandortes, wo sich der Nutzer gerade aufhält und heizt dementsprechend ein oder nicht. Als wir die Firma gegründet haben, wollten wir im Endeffekt den Energieassistenten entwickeln, der eben für den Nutzer sich darum kümmert, dass wenn ich außer Haus gehe, dass dann Energie eingespart wird und bevor ich wiederkomme, dass es automatisch warm und komfortabel ist. Das ist die Idee hinter Tado. Vielleicht ist ja das Smartphone der entscheidende Faktor. Das bisher fehlende technologische Glied, das Smart-Home-Konzepte aus der Theorie in den Alltag zerrt. Denn Häuser, da ist Christian Deilmann sicher, werden schon bald Netzgeräte sein. Neue Häuser in den nächsten Jahren werden schon vernetzt gebaut werden. Also es wird Datenleitungen geben, die Themen, die ich dort einbaue, die werden alle ans Internet angeschlossen sein. Das geht auch so ein Stück in die Richtung Internet der Dinge. Das heißt, dass ich im Grunde alle Lichter, Schalter, Steckdosen, Küchengeräte, Waschmaschinen, dass die übers Internet gesteuert werden können. Darauf möchte Klaus-Peter Bergmeier nicht warten. In der Computerwelt sind es oft die Bastler und Hobbyisten, die entscheidenden Lösungen entdecken. Und vielleicht ist das ja auch künftig bei Häuslebauern so. Ich möchte keinen Palast als Wohnung haben, denn in diesem Palast würde ich nur ein Zimmer bewohnen. Jean-Jacques Rousseau. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.